Ja, viele beschäftigt die Frage, wie geht es jetzt nach den Schulferien weiter im Hinblick auf die Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Durch die Schulschließung war das zweite Schulhalbjahr ja ein besonderes Schulhalbjahr. Und wir hatten jetzt beispielsweise in Magdeburg auch in den letzten Wochen wieder Schulschließung, weil es regional begrenzt Infektionsgeschehen gab. Ich habe das Gefühl, dass die Gesundheitsämter da gute Lösungen finden, ausgehend von dem konkreten Hotspots sind einzelne Schulen geschlossen worden, wenn es einen Infektionsfall gab. Ich glaube, das ist auch richtig, dass wir konsequent dann Quarantäne anordnen, damit sich die Infektion nicht weiter verbreiten kann. Und insoweit brauchen wir aus meiner Sicht im Moment da keinen Plan B. Fakt ist, dass nach den Schulferien wieder der Regelbetrieb ganz normal in allen Schulformen, also nicht wie bisher nur in den Grundschulen, startet. Und dass dort, wo Infektionen auftreten, dann das Gesundheitsamt im Einzelfall für die jeweilige Region oder für die jeweilige Schule entscheidet, welche Maßnahmen notwendig und gerechtfertigt sind. Ja, das ist ja das große Thema, was die SPD im Bereich Bildungspolitik schon seit Jahrzehnten eigentlich beschäftigt. Wie schaffen wir es, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Elternhaus gleiche Bildungschancen haben? Wir stellen leider in Deutschland insgesamt fest, dass in den letzten Jahren die Schere wieder auseinandergegangen ist. Das heißt, Bildungserfolg hängt immer noch davon ab, in welchem Elternhaus Kinder geboren werden. Das heißt, diejenigen, die nicht in Akademikerhaushalten geboren werden, die haben eben nicht die gleichen Chancen, tatsächlich auch Abitur zu machen, wie diejenigen, die in Akademikerhaushalten geboren wurden. Deshalb hat die SPD ausgehend von den Vorschlägen des Bildungskonventes ja lange gekämpft, dass wir Gemeinschaftsschulen hier in Sachsen-Anhalt einführen können, auf freiwilliger Basis. Das heißt, wir haben das nicht flächendeckend von oben verordnet. Und ich finde, die Entwicklung der Gemeinschaftsschulen ist eine Erfolgsstory. Es gibt mittlerweile 45 Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt, die sich alle freiwillig gebildet haben, die alle ein besonderes Bildungskonzept haben, damit sich als Schule auch ein Profil gegeben haben. Ich habe eine Reihe von Gemeinschaftsschulen besucht und habe mich davon überzeugt, dass das wirklich auch eine besondere Atmosphäre ist. Man merkt also auch schon, wenn man in die Schule reinkommt, dass die da eine besondere Art eines Bildungskonzeptes umsetzen. Wir hatten im letzten Schuljahr die ersten beiden Gemeinschaftsschulen, die mit einer eigenen Oberstufe, das heißt mit einer 11. Klasse gestartet sind. Das war nicht so ganz leicht, das tatsächlich auch durchzusetzen, dass das so machbar ist, weil in den beiden Schulen die Mindestzahl von 50 Schülern für eine Oberstufe nicht erreicht worden ist. Aber wir haben gemeinsam mit dem Bildungsminister hier eine gute Lösung gefunden, dass diese beiden Schulen jetzt in dieser Anlaufphase auch mit einer geringeren Schülerzahl starten können. Und ich drücke allen die Daumen, die jetzt nach 13 Jahren dann auch in 2 Jahren zum ersten Mal dort das Abitur machen können. Wir haben jetzt eine Situation, dass mit dem neuen Unterrichtsorganisationserlass insbesondere die Sekundarschulen und die Gemeinschaftsschulen betroffen sind. Betroffen insoweit, als die Stundenzuweisungen gekürzt worden sind und auf der anderen Seite auch die Stundentafel reduziert worden ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Unterrichtsversorgung dieser Schulform schlechter ist als die der Gymnasien. Aber ich finde, im Sinne einer gerechten Teilhabe ist es nicht gerecht, so mit unterschiedlichen Schulformen zu verfahren. Deshalb hat meine Fraktionsvorsitzende Dr. Katja Pehle den Vorschlag gemacht, dass wir stärker auch Lehrerinnen und Lehrern, gerade eben auch diejenigen, die ein Referendariat für das Gymnasium absolviert haben, motivieren, an die Sekundarschulen, auch an die Gemeinschaftsschulen, die ja teilweise eine eigene Oberstufe haben, gehen, um dort zu unterstützen, sodass wir also auch eine gleiche Ausstattung mit Lehrkräften über alle Schulformen haben und jetzt nicht besonders Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen benachteiligen, weil das sind gerade diejenigen, die in der Regel nach dem Realschulabschluss oder dem erweiterten Realschulabschluss im Unternehmen eine Ausbildung aufnehmen,
wo wir auch sicherstellen müssen, dass im Hinblick auf die höheren Anforderungen, die auch Unternehmen an ihre Azubis stellen, dass wir auch gewährleisten, dass ein Abschluss an der Sekundarschule, an der Gemeinschaftsschule eine hohe Wertigkeit hat und damit eben letzten Endes auch die Zukunftschancen unseres Landes sicherstellt. Ich glaube, gemeint ist hier, ist das jetzt nicht eine Bevorzugung von denjenigen, wo die Eltern in der Lage sind, für den Schulbesuch Geld zu bezahlen, vor dem Hintergrund, dass das möglicherweise dann eine elitärere Schule ist. Tatsächlich ist das nicht so. Freie Schulen sind sogenannte Ersatzschulen. Das heißt, der Gesetzgeber will hier ein möglichst vielfältiges Bildungssystem sicherstellen. Deshalb ist es eben auch in Sachsen-Anhalt möglich, dass freie Träger Schulangebote über freie Schulen machen. Und es ist keineswegs so, dass das jetzt elitäre Schulen sind, weil diese freien Schulen auch mit ihrem Auftrag sicherstellen müssen, dass auch diejenigen Schülerinnen und Schüler, wo die Eltern das Schulgeld nicht bezahlen können, an dieser Schule lernen können. Das heißt, da gibt es dann andere Möglichkeiten, dass das dann ausgeglichen wird. Und viele Schulen haben sogar einen bestimmten Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern, die also kein Schulgeld zahlen und trotzdem an den freien Schulen ihren Schulabschluss machen können. Jeder kann sich das aussuchen und insoweit heißt das also auch nicht, dass wir hier nochmal differenzieren zwischen Reichen und Armen, sondern auch im Bereich der freien Schulen ist gleichberechtigte Teilhabe sichergestellt. Ja, wir hatten ja eben das Thema schon, dass die Sekundarschulen und die Gemeinschaftsschulen von dem neuen Unterrichtsorganisationserlass besonders betroffen sind. Ja, es werden auch Stunden gekürzt im Bereich Mathe und Deutsch. Das sind natürlich die klassischen Kernfächer, wo ich mir wünschen würde, dass man an dieser Stelle das nicht getan hätte. Ich war aber gestern an einer Sekundarschule und habe dort mit dem Schulleiter gesprochen, weil ich einfach auch mal vor Ort hören wollte, wie sich das praktisch auswirkt. Und er hat mir versichert, dass es eine stärkere Flexibilität gibt, weil nicht nur gekürzt wurde, sondern weil es jetzt auch sogenannte Poolstunden gibt. Und dass durch diese Poolstunden er mehr Möglichkeiten hat, je nachdem, in welchem Fach er einen Lehrer hat oder keinen Lehrer hat, dann diese Angebote zusätzlich zu machen. Aber er ist eben zeitlich flexibler und muss das jetzt nicht so nach der Stundentafel machen, wie das jetzt vorgesehen ist, sondern das findet dann eben in einem anderen Schulhalbjahr statt oder wird dann eben als Blockunterricht angeboten. Ja, das heißt, wir brauchen an den Schulen Seiten- und Quereinsteigerinnen, um die freien Stellen besetzen zu können. Die Erfahrungen, die die Schulen machen, sind unterschiedlich. Zum überwiegenden Teil höre ich aber, dass die Schulen dankbar sind, wenn sie Seiteneinsteiger gerade eben auch für die naturwissenschaftlichen Fächer haben. Aber wir müssen diese Seiteneinsteiger auch qualifizieren. Die haben also fachlich eine gute Qualifikation, aber die haben eben nicht Lehramt studiert, sodass ihnen die pädagogischen Skills fehlen, sodass wir sicherstellen müssen, dass die Weiterbildungsangebote noch passgenauer werden. Bisher ist es so, bevor sie vor die Klasse treten, machen sie einen 4-Wochen-Kurs, aber das ist natürlich nicht ausreichend, um das quasi an pädagogischen Fähigkeiten zu bekommen, was jemand, der Lehramt studiert hat und hinterher noch ein Referendariat absolviert hat, mitbringt. Deshalb hat die SPD ein Konzept entwickelt für eine bessere Qualifizierung von Seiten- und Quereinsteigern. Wir würden uns wünschen, dass gerade in der Eingangsphase zumindest eine 3-monatige Qualifizierung stattfindet. Und zwar eine Qualifizierung, die sowohl Theorie- als auch Praxisphasen beinhaltet. Deshalb wichtig ist aus unserer Sicht auch, dass die Seiteneinsteiger an der Schule begleitet werden durch einen erfahrenen Kollegen. Nun weiß ich, dass die Kollegen an den Schulen schon so belastet
belastet sind, dass das oftmals schwierig umzusetzen ist. Deshalb würde ich mir hier wünschen, dass wir auch auf externe Mentorinnen und Mentoren setzen, möglicherweise Lehrerinnen und Lehrer, die im Ruhestand sind, die sich aber vorstellen können, ihre Erfahrungen nochmal an den, ich sag mal, Nachwuchs weiterzugeben und so quasi an den Seiteneinsteiger gerade die Frage, wie bereite ich eine Unterrichtsstunde vor, was mache ich in der schwierigen Situation, wenn es vielleicht mal ein bisschen lauter oder unruhiger in der Klasse wird, wie kann ich Schülerinnen und Schüler motivieren, sich mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. Da sind eben die praktischen Erfahrungen von Kollegen wichtig. Das kann man sicherlich nicht nur durch Lehrgänge am LISA oder an den Hochschulen abdecken. Ja, also die Frage Digitalisierung von Schule beschäftigt uns schon lange und durch die Corona-Pandemie hat das quasi nochmal so einen besonderen Schwung bekommen, beziehungsweise man hat gefragt, ist jetzt quasi der Lockdown und die Notwendigkeit von heute auf morgen auf einmal Homeschooling zu machen, ein Anlass dafür, dass die Digitalisierung jetzt auch schneller voranschreitet. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass dieses Homeschooling an den einzelnen Schulen sehr unterschiedlich umgesetzt worden ist. Manche haben sehr gut Erfahrungen gemacht, dort wo es da eben auch schon Vorarbeiten gab, wo es Lehrerinnen und Lehrer gab, die da vorher schon Ideen und Konzepte entwickelt haben. In vielen Schulen ist das aber schlicht an den technischen Voraussetzungen gescheitert, weil es eben keine schnelle Internetverbindung gibt, weil die technischen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Und unser Bildungsminister hatte ja mal so die Vorstellung, man kann das alles mit dem Handy machen, weil jeder Schüler, jede Schülerin hat ein Handy. Und es ist jetzt festgestellt worden, dass auch diese Voraussetzung so nicht zutrifft. Deshalb finde ich, müssen wir die Situation, die wir jetzt in den letzten 3 Monaten hatten, nochmal grundsätzlich zum Anlass zu nehmen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Ne? Was hat funktioniert? Aber eben auch, wo sind nach wie vor die Lücken und was müssen wir jetzt tun, damit Digitalisierung wirklich funktionieren kann. Da kann man sicherlich die Lösungen, die gut funktioniert haben, im Sinne von Best Practice auch an andere Schulen weitergeben, wenn man da so eine Art, gibt es ja zum Beispiel die Moodle-Plattform, aber manche Schulen haben eben auch mit anderen Softwarelösungen gute Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, wir brauchen ganz grundsätzlich erstmal ein Digitalisierungskonzept für die Schulen. Das heißt, wir brauchen erstmal schnelles Internet an allen Schulen. Aber Homeschooling setzt dann eben auch voraus, dass am anderen Ende der Leitung, das heißt also zu Hause bei den Lehrerinnen und Lehrern, aber eben auch bei den Schülerinnen und Schülern, schnelles Internet ankommt. Dort, wo jetzt kein WLAN vorhanden ist, müssen wir Lösungen finden, dass diejenigen, die dann ein Handy nur mit einem bestimmten Datenvolumen haben, dass auch sichergestellt ist, dass das Datenvolumen am Ende des Monats noch abrufbar ist, weil auch das in vielen Fällen ein Handicap war, dass zwar ein Handy vorhanden war, aber wenn kein Datenvolumen mehr vorhanden war, eben auch die Angebote oder das digitale Lösen von Aufgaben nicht mehr möglich war. Ich glaube, wir müssen hier viel investieren in Weiterbildung. Ich glaube, viele Lehrerinnen und Lehrer haben auch einen großen Bedarf, ein Bedürfnis, sich in dem Bereich weiterzubilden. Da gibt es aus meiner Sicht noch nicht ausreichend Angebote. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch für die Schülerinnen und Schüler mehr Unterricht, der quasi erstmal die Grundlagen von digitalem Arbeiten erklärt. Auch das war gestern Ergebnis meines Gesprächs in der Sekundarschule. Es gibt keine Unterrichtsstunde Informatik in der Sekundarschule. Die haben ab 5. Klasse Technikunterricht und dort, wo sich jemand für interessiert oder wo die technischen Voraussetzungen stimmen, wird dann eben auch Informatik im Rahmen des Technikunterrichtes angeboten, aber eben auch nicht flächendeckend. Das heißt, aus meiner Sicht ist Voraussetzung für Digitalisierung von Schule, dass auch die entsprechenden Kompetenzen für die Schülerinnen und Schüler vermittelt werden. Und deshalb muss Technikunterricht in erster Linie auch heißen, wir brauchen jetzt hier Informatik, wir müssen vermitteln, wie man auch in der digitalen Welt arbeitet, weil das ja auch andere Voraussetzungen sind als analog. Und da würde ich mir wünschen, dass das Digitalisierungskonzept, was das Bildungsministerium entwickelt hat, mit Praktikern überarbeitet wird, sodass da eben auch ganz klar reingeschrieben wird, wo wir Defizite haben, wo wir dran arbeiten müssen.
Und wie wir es hinbekommen, dass dann auch gleichberechtigte Teilhabe umgesetzt werden kann. Das heißt, dass eben kein Schüler, keine Schülerin ausgeschlossen wird, nur weil sie entweder keinen Zugang zu schnellem Internet oder eben nicht das entsprechende Endgerät hat. Da für die Endgeräte, das heißt also für die Beschaffung von Tablets oder ja auch Whiteboards an den Schulen, die Schulträger zuständig sind, muss, glaube ich, hier auch nochmal von Seiten des Bildungsministeriums gemeinsam mit den Schulträgern überlegt werden, was brauchen die so an allgemeinen Rahmenvorgaben für die Anschaffung von Technik und wie können wir die Kommunen dann auch dabei unterstützen, dass sie dann tatsächlich diese Dinge, die notwendig sind, anschaffen können. Da gibt es Mittel beispielsweise aus dem Digitalpakt. Da habe ich aber auch vor Ort gehört, dass das noch nicht so schnell umgesetzt wird, wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Also das Geld ist da, aber wie so oft sind die bürokratischen Hürden, um dann die Tablets oder andere PCs, die Technik zu kaufen, das ist nach wie vor alles nicht so einfach. Der Landtag, da haben sich also insbesondere die Bildungspolitiker dafür stark gemacht. Da waren wir natürlich als SPD auch die treibende Kraft. Wir haben erreicht, dass wir in einem Landtagsbeschluss uns eindeutig zur Schulsozialarbeit bekannt haben, gesagt haben, unabhängig davon, ob wir jetzt diese ESF-Mittel auch nach 2021 noch bekommen, wird es die Schulsozialarbeit weitergeben. Und die muss dann halt, wenn wir die europäischen Fördermittel nicht bekommen, aus dem Landeshaushalt finanziert werden. Das muss dann der nächste Haushaltsgesetzgeber mit dem Haushalt 2022/23 noch untersetzen. Aber ich kann allen Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, aber auch allen, die von Schulsozialarbeit vor Ort profitieren, sagen, fraktionsübergreifend sind wir uns einig. Wir wollen, dass die Schulsozialarbeit fortgesetzt wird. Wir als SPD wollen, dass sie auch sicherer gestaltet wird, weil bisher haben die Kolleginnen und Kollegen ja immer nur befristete Verträge. Wir wünschen uns eine nachhaltige Lösung, sodass perspektivisch, das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, aber jede Schule einen Anspruch darauf haben muss, dass sie eben doch einen Schulsozialarbeiter hat.